Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Als Corona noch die Schlagzeilen dominierte, war die MFG beinahe täglich als impfkritische Partei und Bewegung in den Schlagzeilen. Jetzt sind die Themen größtenteils andere. Es geht um Teuerung, es geht um Zuwanderung, es geht um verfehlte Asylpolitik und vieles, was von der MFG derzeit nach außen dringt, klingt nach Geldstreitereien, Skandalen. Mein Name ist Karl Wendel. Ich spreche heute mit Michael Brunner, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und Chef der MFG. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Brunner, was ist da los bei Ihnen in Ihrer Partei oder Bewegung, wie immer man das jetzt nennen mag? Es wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie eigentlich ein Abkassierer sind, dass Sie sich selbst 6.000 Euro pro Monat überweisen und wohl innerhalb der Partei proklamiert wurde, dass alles ehrenamtlich passiert. Was stimmt jetzt? Ich darf einmal eines sagen, es überweist sich niemand selbst der Geld, weil es herrscht das Vier-Augen-Prinzip und jede Aufwandsentschädigung wird im Bundesvorstand beschlossen, ist völlig transparent. Es wurde nie gesagt, dass jeder ehrenamtlich arbeitet. Es ist für mich sehr befremdlich, dass gerade bei der MFG, wenn Mitarbeiter, die gleichsam 40 Stunden in der Woche arbeiten und auch mehr eine Aufwandsentschädigung erhalten, was ja bei anderen Parteien völlig normal und üblich ist. Nur bei der MFG wird es diskutiert und die Systemmedien, die suchen sich jeden Strohhalm, um gegen die MFG vorgehen zu können. Das ist nicht einzusehen. Wir haben ehrenamtliche Mitarbeiter, wir haben Mitarbeiter, die Aufwandsentschädigungen bezogen haben, aufgrund eines statutenmäßigen Beschlusses und wir haben auch Angestellte. Ja, aber es sind ja nicht die Systemmedien, wenngleich ich gar nicht weiß, was das sein soll, von denen diese Vorwürfe kommen, sondern das kommt ja aus ihrer Bewegung heraus. Konkret ist es der Gerhard Iwan, der MFG-Sprecher in Niederösterreich, der eben sagt, sie haben sich 6.000 Euro Monat für Monat überwiesen als Parteichef. Das ist völlig falsch und das weiß er nicht und das kann er auch gar nicht wissen. Die entsprechenden Beschlüsse wurden gefasst zu einer Zeit, da er noch gar nicht bei der Partei dabei war. Und er war ja nur 6 Monate dabei und er weiß offensichtlich, dass es Beschlüsse auch gibt. Er hätte auch Rücksprache halten können. Hier wird eine Kampagne betrieben, um der MFG Schaden zuzufügen. Ja, warum ist dann dieser ehemalige oder noch Sprecher, der Herr Iwan, so wütend auf Sie? Das kann ich nicht sagen, das müssen Sie ihn selbst fragen. Er hat seinen Rücktritt angeboten, nachdem er sich parteischädigend verhalten hat und von mir zur Stellungnahme aufgefordert war, war sein Angebot, dass er zurücktritt. Und dieses Angebot haben wir mit einem einstimmigen Beschluss im Bundesvorstand angenommen. Er war bei der MFG ja rund nur 6 Monate dabei. Und das ist nichts Außergewöhnliches. Es kommen zu uns viele Personen, die dann nach einiger Zeit einsehen, dass sie nicht zu uns passen, die mit den Strukturen nicht einverstanden sind oder die Abenteurer sind oder Egomanen, von denen muss man sich verabschieden. Im Normalfall verabschiedet man sich ruhig, leise, mit Würde und Anstand. Aber viele, die gehen, versuchen dann im Nachhinein der MFG Schaden zuzufügen, indem sie daraus ein großes mediales Aufsehen inszenieren wollen. Nur wahrscheinlich haben sie nichts anderes aufzuwarten. Ja, aber er sagt ja nicht nur, Sie hätten sich selbst bezahlt, sondern auch Ihre Lebensgefährtin Gabriele Safran soll auf der B-Roll der MFG gestanden haben. Auch das ist nichts Außergewöhnliches. Man muss einmal vorausschicken, dass ich meine Anwaltskanzlei ja
sehr eingeschränkt habe und gewisse Aufträge gar nicht mehr entgegengenommen habe oder entgegennehmen kann. Ich habe aus der eigenen Tasche während des BB-Wahlkampfes, und der hat ungefähr 7 Wochen gedauert, einen Substituten bezahlt, also sprich einen selbstständigen Anwalt. Was Anwälte kosten, wissen Sie selbst. Und meine Lebensgefährtin, die arbeitet mehr oder weniger Tag und Nacht. Sie schaltet um 7 Uhr in der Früh das Laptop ein und wir arbeiten gemeinsam 7 Tage die Woche und meistens am Abend bis 10 Uhr oder 11 Uhr. Selbst im Urlaub wird gearbeitet, werden Zoom-Konferenzen abgehalten. Sie ist zuständig für die Organisation und für die Vernetzung. Es ist völlig lebensfremd zu glauben, Sie können eine große Partei nur mit ehrenamtlichen Mitgliedern aufbauen. Das funktioniert ja nicht. Ja, ist das parteiintern nicht kommuniziert worden oder wie kann jemand so etwas überhaupt behaupten? Es ist ja nicht nur er, der Herr Iwan aus Niederösterreich, der das kritisiert, auch der Vize in Salzburg, Engelberg Neubauer, kritisiert diese internen Zahlungen. Wie das? Engelbert Neubauer ist ausgetreten und wir haben letzten Endes seine Verabschiedung dankend angenommen. Dass er es kritisiert jetzt im Nachhinein, ist er bedenklich. Während der Zeit, als er aktiv war bei der MFG, hat er keine Kritik geübt und hat auch ganz genau gewusst, dass sein Intimus, der Bundesgeschäftsführer, eine Aufwandsentschädigung erhält. Die konnte und durfte er natürlich erhalten, weil er ja quer durch Österreich gefahren ist und versucht hat, überall Strukturen aufzubauen. Also auf der einen Seite, was den Bundesgeschäftsführer anbelangt, kritisiert er nicht, weil er ja mit ihm nach wie vor befreundet ist und gemeinsam mit ihm ein Projekt plant. Aber in der Öffentlichkeit kritisiert er es bei anderen Personen. Jetzt vielleicht bei mir, aber soviel ich gehört habe, hat er gemeint, dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Wenn er es gewusst hat, dann verstehe ich nicht, dass er es jetzt kritisiert. Wenn er es nicht gewusst hat, hätte er sich erkundigen können. Ja, aber können Sie jetzt sagen, ich bekomme so und so viel 1.000 pro Monat als Aufwandsentschädigung? Ich will eines noch vorausschicken, das war auch nur eine gewisse Zeit. Als MFG am 14. Februar 2021 gegründet wurde, haben wir, meine Lebensgefährtin, viele andere auch und ich genauso, völlig ehrenamtlich gearbeitet, obwohl ich Umsatzrückgänge in der Kanzlei hatte. Es gab dann im November 2021 eine Vorstandssitzung, bei der ich gesagt habe, ich muss meine Tätigkeit für die MFG etwas einschränken oder noch mehr einschränken, weil hier die Einnahmen in der Kanzlei aufgrund der Vernachlässigung nicht mehr gegeben sind. Und dann wurde eben der Vorschlag gemacht, mir eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen, die ja nur schadensmindernd ist. Und die beziehe ich auch nicht mehr seit einigen Monaten, weil wir einfach ersparen müssen. Hätte ich meine Tätigkeit in der Anwaltskanzlei so wie noch vor 2 oder 3 Jahren fortgesetzt, hätte ich bei weitem mehr ins Verdienen gebracht. Ja, aber es gibt ja diese Diskussionen parteiintern in Niederösterreich, wo jetzt ein Wahlkampf ansteht. Am 29. wird gewählt. Da treten Sie ja auch an, glaube ich. Da gibt es massenhaft Austritte aus Ihrer Bewegung. Wie das? Also Niederösterreich ist wieder aufgestellt. Es gibt auch einen Landesvorstand, es gibt also Bezirkssprecher. Die Strukturen, die Gerhard Iwan aufgebaut hat, die hat er sozusagen mitgenommen. Bezirkssprecher oder Ortssprecher sind von ihm gekommen. Und er bewirbt ja auch die Austritte. Ich weiß aus gesicherter Quelle, dass er verschiedene Mitglieder anruft, um sie zu einem Austritt zu bewegen. Und offensichtlich ist hier auch eine neue Bewegung in Gründung bzw. beabsichtigt. Sie hatten einen achtbaren Erfolg in Oberösterreich, sind praktisch als Bewegung so aus dem Nichts gekommen. Ja, Corona war so Ihre große Zeit. Sie waren das Sammelbecken für jene, die sich gegenüber der Impfung ziemlich kritisch geäußert haben. Jetzt aber gehen Ihnen wahrscheinlich in dieser Richtung die Themen aus. Hat sich
quasi Ihre Partei überholt? Also ich glaube keinesfalls, dass sich die Themen ausgehen. Blicken Sie auf unsere Homepage. Wir haben hier ein reichhaltiges Programm anzubieten. Wir haben jetzt erst vor kurzem ein Volksbegehren gestartet zur Eindämmung, zur Begrenzung der Migration. Das ist auf breiten Zuspruch gestoßen. Ich habe gemeinsam mit anderen vom Bundesvorstand und auch mit dem Herrn sehr anerkannten Professor Mislewitz, Sie wissen, er ist Gerichtsmediziner, am Freitag eine Strafanzeige gegen Michel Leitner eingebracht, wegen des Verdachtes der Allgemeingefährdung, betrifft die Impfkampagne der Kinder, die 6 Monate alt sind, bis 5 Jahre. Es ist ja interessant, die Otis-Aussendung über unsere Strafanzeige war an diesem Tag die meistgelesenste, aber berichtet hat kein einziges Systemmedium. Aber sie hängen sich auf Aufwandsentschädigungen von MFG-Funktionären und wo, wie ich schon gesagt habe, bei anderen Parteien ist das überhaupt keine Diskussion für die Medien. Es wird hier offensichtlich immer wieder versucht, MFG in ein schlechtes Licht zu rücken bzw. zu diffamieren und das jetzt ganz besonders, weil ja der niederösterreichische Wahlkampf vor der Tür steht. Ja, aber unbestritten ist es ja auch, dass Sie als Präsidentschaftskandidat bei der Bundespräsidentschaftswahl nicht so wirklich überragend abgeschnitten haben, wenn ich mich erinnern darf. Es sind, glaube ich, knapp über 2% gewesen. Das ist ein überschaubarer Erfolg. Oder? Ja, aber es war trotzdem ein sehr wesentlicher Erfolg, weil wir als MFG und damit auch ich als Bundesparteiobmann konnten unsere Botschaften weit verbreiten, medial veröffentlichen, was auch nie möglich gewesen wäre. Ich habe heute, das haben mir Medienberater gesagt, einen Bekanntheitsgrad von 55-60% erreicht. Wir bauen MFG weiter aus. Das, was andere Parteien an Zeit brauchen, nämlich 5 Jahre und mehr Jahre, um hier als Partei sich zu etablieren und dann noch von einem großzügigen Sponsor unterstützt werden, haben wir in nicht einmal 1,5 Jahren erreicht und wir werden von keinem Sponsor unterstützt. Wir bereiten uns auf die Nationalratswahlen nunmehr vor. Ja, wir haben schon viele Bewegungen, Parteigründungen in Österreich erlebt. Ich zähle nur einige auf. Jörg Haider hat das BZÖ gemacht, gibt es nicht mehr. Dann kam Frank Stronach, Milliardär aus Kanada, hat viel, viel Geld in die österreichische Innenpolitik bzw. in Kritik an der hiesigen Innenpolitik hineingesteckt, gibt es nicht mehr. Peter Pilz, der Aufdecker der Nation, war da und jetzt ist er zack, zack wieder weg. Ja. Ja, wie schaut es bei Ihnen aus? Vielleicht gibt es eines Tages die ÖVP auch nicht mehr, die ja in einem Korruptionsskandal immer tiefer und tiefer sinkt. Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber ich bin sicher, dass es MFG lange geben wird. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir sind den vielen anderen und vor allem etablierten Parteien ein Dorn im Auge. Und deswegen werden wir auch so massiv bekämpft. Und das ist eigentlich eine Auszeichnung für MFG. Das heißt, keine Rede davon, dass sich MFG aufgrund dieser internen Diskussionen um Geld, um Macht, um Vormachtstellungen auflösen könnte. Es gibt im Prinzip keine internen Diskussionen um Geld oder um Macht. Es gibt Diskussionen in Medien. Es gibt Diskussionen von Personen, die lautstark ausgetreten sind und die offensichtlich MFG nur schaden möchten. Das passiert in den meisten Fällen aus einem Egotrip heraus, aus einer Profilierungssucht. Aber MFG selbst ist stark und hat nach wie vor 24.000 Mitglieder. Wir haben in Niederösterreich, wo ja der Landessprecher gegangen ist, beziehungsweise wir seinen Rücktritt angenommen haben, nach wie vor 5.000 Mitglieder. Sicherlich sind einige gegangen, aber es sind andere dazugekommen. Es wird immer versucht, MFG möglichst schwach darzustellen in den Systemmedien, aber es ist intern nicht der Fall. Was sind denn jetzt so Ihre strategischen Ziele? Wo wollen Sie mit der Partei eigentlich hin? Und vor allem, Sie laufen natürlich teilweise schon Gefahr,
ja, zu FPÖ ähnlich zu werden. Sehen Sie diese Gefahr nicht? Also diese Gefahr sehe ich nicht, weil sehen Sie, was in Oberösterreich betrieben wird von der FPÖ, die ja hier eine Regierungsverantwortlichkeit übernommen hat, die ja mit der ÖVP im Gleichschritt marschiert und die ganze Impfkampagne in Oberösterreich, die ganzen Corona-Maßnahmen ja mitträgt. Wir sind von der FPÖ sehr zu unterscheiden. Uns geht es ja in erster Linie, wie der Name sagt, um Grund- und Freiheitsrechte, um eine Änderung des Systems, einen Systemwandel im Sinne der tatsächlichen Demokratie und des Rechtsstaates. Und was ich darunter verstehe, das können Sie ja auf unserer Homepage nachlesen. Ja, aber fühlen Sie sich nicht, zumindest was das Impfen anbelangt, nach 2 Jahren ein wenig bestätigt? Oder finden Sie, sind noch alle Kritikpunkte, die Sie ständig angebracht haben, noch so ablehnend, wie es im Moment. Alles das, was wir gesagt haben, nicht nur was diese Impfung anbelangt, sondern was alle Corona-Maßnahmen anbelangt, hat sich bestätigt. Wir haben in allem Recht behalten. Es ist heute bereits wissenschaftlich erwiesen, dass diese Covid-19-Injektion nicht einmal einen schweren Verlauf verhindern kann. Es gibt hier eine Studie Sommer dieses Jahres aus den USA, nein, aus England, und jetzt vor wenigen Wochen ist aus den USA eine Studie erschienen. Eine Pfizer-Mitarbeiterin hat vor dem EU-Ausschuss selbst ausgesagt, wir haben nie getestet darauf, dass diese Injektion wirken soll. Und das wird auch bestätigt von Teres, einem EU-Abgeordneten, die gewusst haben, dass diese Impfung nicht schützen kann und nicht wirksam ist. Und voraussichtlich hat man auch gewusst, dass sie nicht sicher ist. Bei der Impffrage, da haben Sie Ihre Fans, Ihre Anhänger und die 24.000 Mitglieder Ihrer Bewegung, Ihrer Partei. Aber bei den anderen Themen wie Zuwanderung, Teuerung, glauben Sie, dass Sie da die politische Kraft haben und vor allem auch die Experten, dass Sie auch auf diesen Ebenen wirklich eine zukunftsorientierte Politik machen können? Ja, selbstverständlich. Also wir haben ja einen eigenen wissenschaftlichen Beirat mit über 100 Mitgliedern, der für uns die verschiedensten Themen aufbereitet. Wir beschäftigen uns mit der Teuerungskrise, mit der Energiekrise. Wenn Sie sich zurückgehen an den BB-Wahlkampf, ich habe hier viele Lösungsvorschläge erstattet. Wenn wir eines Tages in den Nationalrat kommen, und wir kommen in den Nationalrat eines Tages, dann werden wir etwas verändern können, weil dann können wir auch Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Es sollten die Systemmedien mehr von MFG berichten, dann würden sie alle wissen, dass wir uns mit der Teuerungskrise, mit der Energiekrise auseinandersetzen, mit den zahlreichen Neutralitätsverletzungen und auch Strafanzeigen einbringen gegen eine Landeshauptfrau, über die kein Systemmedium berichtet. Die Strafanzeige beinhaltet was? Die Strafanzeige beinhaltet die Verdachtslage der Allgemeingefährdung, der Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Die Strafanzeige ist auch verknüpft mit der großen Anzeige von mehreren Geschädigten gegen Swissmedic. Diese Anzeige umfasste, wie Sie wahrscheinlich wissen, über 300 Seiten und geht ja auch davon aus, dass diese Impfung weder sicher ist noch wirksam ist, nämlich gefährlich. Wenn ich das Alter von Kindern nehme zwischen 6 Monaten und 5 Jahre, dann gibt es bei 2 Millionen dieser Altersgruppe einen einzigen Toten. Wie viele Tote wird es in dieser Altersgruppe geben, wenn hier durchgeimpft wird? Wir können das jetzt in keiner Weise überprüfen, ob das, was Michael Brunner jetzt behauptet und gesagt hat, richtig ist. Lesen Sie die Strafanzeige, wir haben Quellenhinweise, genau. Ich stelle es Ihnen gerne zur Verfügung. Aber eine Strafanzeige ist noch kein Urteil, also man muss abwarten, wie die Gerichte das bewerten werden, das ist das eine. Dann das andere, Sie sagten, permanente Neutralitätsverletzungen seitens der österreichischen Bundesregierung, was meinen Sie damit? Also wenn Kriegsmaterial durch Österreich durchgeführt wird in die Ukraine, dann ist es eine Neutralitätsverletzung. Ich habe während des BB-Wahlkampfes immer wieder angeprangert, dass wir von Jänner, Februar bis ungefähr Juni, Juli dieses Jahres
an die 500 Neutralitätsverletzungen haben, indem Kriegsflugzeuge oder auch Flugzeuge, die Kriegsmaterial geladen hatten, den österreichischen Luftraum überquert haben. Das ist für mich als Jurist eine Neutralitätsverletzung. Gab es auch Transporte am Landweg? Es gab auch Transporte am Landweg, ja. Und wenn ja, welche, wissen Sie das? Und vor allem wohin? In die Ukraine. Das heißt? Letzten Endes, das Ziel war die Ukraine. Diese Zahl von den annähernd 500 Neutralitätsverletzungen stammt aus einer Meldung im Kurier, die ich seinerzeit herausgesucht habe. Ich glaube, es hat auch dann jemand von Ihnen, Herr Fellner Junior, recherchiert und mir nicht widersprochen. Ja, viele Vorwürfe, aber trotzdem nach all diesen internen Diskussionen, seien es nun medial gewesen oder wirklich tatsächlich intern von der MFG. Herr Brunner, glauben Sie tatsächlich, dass Sie noch der richtige Mann an der Spitze der MFG sind? Ich glaube es, weil es auch alle Mitglieder glauben. Und Sie werden bei der Nationalratswahl, wann immer sie stattfinden wird, antreten? Wir werden antreten mit Sicherheit. Unser Ziel ist der Nationalrat, unser Ziel ist der Einzug in den Nationalrat und voraussichtlich werde ich als Spitzenkandidat die MFG anführen. Wann glauben Sie, wird gewählt? Ich nehme an, 2023. Die Koalition wird zerbrechen, nachdem die ÖVP sich jetzt auch mit der Klimapolitik der Grünen nicht mehr einverstanden erklären wird können. Dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Ich danke auch.